Sie ist eine der beliebtesten Urlaubsstädte Europas, Venedig. Wir müssen aber nicht dorthin reisen, denn bei Museum Total geht's vom Deep Space im Ars Electronica Center direkt nach Bella Italia. Der Fokus liegt in dem Fall, dass wir im Deep Space unsere verschiedenen Möglichkeiten zeigen wollen, wie man kulturelle Schätze herzeigen kann. Wir werden Spezialpräsentationen zu Venedig machen, wo wir dann sozusagen die Geheimnisse der Lagunenstadt enthüllen. Vom AEC einmal über die Donau ins Lentos, weiter zum größten Korallenriff Österreichs im Schlossmuseum oder Linzer Stadtgeschichte im Nordico entdecken. Wir blicken auf 10 sehr erfolgreiche Jahre zurück, wo hier die geballte Kulturkompetenz aus den hier ansässigen Museumsbetrieben gebündelt wurde. Also in diesem konkreten Projekt ist es ein sehr partnerschaftliches Miteinander. Hier ist wirklich Konstruktivismus das Gebot und wir sind froh, dass wir hier diesen positiven Drive mitnehmen können. Mit einem Ticket 4 Tage in 7 Linzer Museen von 22. bis 25. Februar. Im Zusammenwirken von den verschiedenen Häusern gibt es ja ein sehr, sehr vielfältiges Programm von der Zukunft im AEC bis zur Kultur im Stifterhaus, Industrie in der Stahlwelt, Zeitgeschichte, Nordico, Geschichte des Landes im Schlossmuseum. Also man kann hier wirklich die gesamte Bandbreite darstellen. Das verlängerte Museumswochenende hat mehr als 30 Programmpunkte, ein Mix aus analoger Kunst und digitalen Welten. Linz und Oberösterreich als Kulturstandort ist großartig. Wir haben tolle Häuser, die Sie mit Museumstotal präsentieren in den Semesterferien. Es geht darum, dass wir Künstlerinnen und Künstler bearbeiten, aufbereiten, dass man das auch zu den Menschen bringt. 12 € kostet das Ticket für Erwachsene, 6 für Kinder. Mit der oberösterreichischen Familienkarte sind virtuelle Venedigreise und Tauchgang ins Korallenriff kostenlos. Detaillierte Infos gibt's online.